Ein schweres Zugunglück mit 2 Toten und 18 Verletzten hat sich am Donnerstag bei Freyung im Landkreis Amberg-Sulzbach ereignet. Ein Regionalzug aus Nürnberg kommend krachte gegen 22 Uhr nahezu ungebremst in einen Sattelschlepper, der ein Fahrzeug der US Army geladen hatte. Beim Zusammenprall wurde die Zugmaschine des Lastwagens abgerissen und noch 500 Meter mitgeschleift. Sie und der Führerstand des Zuges gingen in Flammen auf. Der Fahrer des Lastwagens und auch der 35-jährige Lokführer kamen dabei ums Leben. Erfreuliche Bilanz. Die intensivere Zusammenarbeit von bayerischer und baden-württembergischer Polizei weist erste Erfolge auf. So konnten dank der grenzübergreifenden Schwerpunktkontrollen über 100 Personen festgenommen und rund 150 Straftaten zur Anzeige gebracht werden. Deshalb soll die Kooperation weitergeführt werden, wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann jetzt bekannt gab. Die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Baden-Württemberg ist ein Teil des sogenannten 7-Punkte-Plans im Kampf gegen die zunehmenden Einbrüche. Dieser sieht neben grenzübergreifender Zusammenarbeit auch gezielte Präventionsarbeit vor.